In den letzten zwei Tagen des Wollmarkts haben wir mehr Geld eingenommen als bei den letzten drei Märkten vorher zusammen. Naja, aber wie können wir sicher sein, dass der Graf von Shiring unseren Markt nicht wieder schließt? Er hat dafür keine Möglichkeit mehr. Das Gesetz schützt uns. Nur Gott hält seine Hand über uns. Das ist wahr. Unsere Zeit der Angst ist endlich vorbei. Es wird nie vorbei sein. Was hast du gesagt, Philipp? Nichts. Die Musik ist zu laut. Unser Prior hat recht. Dieses Schauspiel da draußen ist unwürdig für ein Kloster. Der Markt ist bald vorbei. Und dann wird Kingsbridge endlich finanziell unabhängig sein. Ich muss erst mit Philipp reden. Philipp? Ah, ihr seid zurück. Wie sieht's aus im Steinbruch? Alles in Ordnung. Wir werden dort keine Probleme mehr haben. Warum habt ihr mich um ein Gespräch gebeten? Es geht um Jack. Er hat sich wieder mit Alfred gestritten. Seid ihr zu einer Entscheidung gekommen? Was meinen Vorschlag betrifft? Ich bin mir nicht sicher. Jack kann schon lesen und schreiben. Und es gibt viel mehr, was wir ihn hier lehren können. Was sagt seine Mutter dazu? Ellen redet nicht mit mir deswegen. Sie glaubt, dass ich Alfred vorziehe. Aber Alfred ist Handwerksmeister. Ich habe ihn ausgebildet, seit er 6 war. Jack ist nur ein Lehrling. Und mit den beiden kann es nicht so weitergehen. Nein, das ist wahr. Er würde nicht mehr an der Kathedrale arbeiten, aber er könnte in Kingsbridge bleiben. Das stimmt. Ich habe keine Wahl. Ich will das Beste für meine Kinder. Für sie alle. Natürlich. Reden wir also mit Jack. Ja. Tom, wartet auf mich. Philipp, etwas liegt dir doch auf der Seele, oder? Philipp, du hast Cuthbert und mir einst gesagt, wenn du Prior würdest, würdest du die Schulden der Priorei bekämpfen. Erinnerst du dich? Es war der Tag, als der kleine Jonathan zu uns kam. Ja, ich erinnere mich. Er war so winzig. Du hast erreicht, was du dir vorgenommen hast. Und so viel mehr. Wenn nur Cuthbert noch leben würde, um das zu sehen. Melius. Wir hatten keine Zeit zum Reden, seit ich zurückgekehrt bin. Zeit war da, aber du bist mir ausgewichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei all dem hier. Warum? Jetzt ist doch alles gut. Ich habe meinen Bruder Francis lange nicht mehr gesehen. Ich habe Angst. Um ihn. Um uns alle. Aber das ist nicht alles. Nein? Ich fürchte, ich habe meinen Glauben verloren. Du? Lass uns reden. Später. So wie früher. Ja, natürlich. Das werden wir. Kommst du nicht mit, Remigius? Ich habe Dringendes zu erledigen, Vater. Nun gut. Und was für eine Überraschung ist das? Nun, ich glaube, du wirst begeistert sein. Ihr beide. Du machst mich neugierig. Wann können wir es sehen? Es sollte heute Nachmittag fertig sein. Komm mit, Jonathan. Wir wollen uns den Bären anschauen. Ja, bitte. Viel Spaß, Jungs.
Weißt du, was er im Schilde führt? Ich habe keine Ahnung. Vater? Jack hat Werkzeug vom Bau mitgenommen. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber ich weiß, dass er es geklaut hat. Ihr beide werdet euch in Zukunft nicht mehr streiten können. Philipp wird dafür sorgen. Aber Jack ist nicht der Einzige, der daran schuld ist. Martha, hast du Jack gesehen? Er ist mit Jonathan gegangen, um den Bärenkampf zu sehen. Mit Jonathan? Das ist viel zu gefährlich. Was denkt er sich? Sicher. Übrigens, ich habe von Richard gehört. Geht es ihm gut? In der Nachricht stand nichts davon, aber ich nehme an, ja. Wieso? Er schreibt, ich soll ihm ein neues Pferd kaufen. Sieh dir das an. Müssen wir uns das anschauen? Natürlich. Sieh nur, wie der rangeht. Warum kämpfen der Bär und das Hündchen? Es liegt in ihrer Natur. Das Tier, das stärker und klüger ist, gewinnt. Nein. Keines von beiden kann gewinnen. Jonathan, komm her. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Es ist gefährlich. Ich mache immer etwas falsch. Ganz gleich, was ich tue. Wenn Alfred ihn hergebracht hätte, dann hättest du kein Problem damit gehabt. Doch, hätte ich. Vielleicht ist es besser, wenn Jonathan und du gehen. Komm mit. Jack. Was? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ach, wirklich? Die Welt ist ungerecht. Wir sind wie diese armen Tiere, gezwungen, einander an die Kehle zu gehen. Es ist ein Spiel, das sie uns aufzwingen. Wer? Tom? Nein. Die Könige und Kaiserinnen. Selbst der Bischof. Tom und wir alle leben in einer ungerechten Welt, in der wir gezwungen sind, ungerechte Entscheidungen zu treffen. Wieder und wieder. Und wir wissen noch nicht einmal, dass wir ihr Spiel spielen. Du hast jedes Recht, zornig zu sein. Aber es gibt einen Weg, diesem Käfig zu entfliehen. Vielleicht nicht um Gottes Willen, aber um der Menschen Willen. Was meinst du damit? Ich möchte, dass du Mönch wirst. Bleib stehen! Du sollst doch nicht einfach alleine auf der Baustelle herumlaufen. Nein, ich muss Jonathan suchen. Hat eine von euch beiden meinen Sohn gesehen? Alan, der sieht sich den Bärenkampf an. Aliena? Ich bin gekommen, um... Um was? Was ist los mit deinem Bruder? Ich habe keine Ahnung. Aliena, ich muss dich um deine Hand bitten. Als Ehefrau. Bist du verrückt, Alfred? Was? Warum solltest du glauben, dass ich... Habt ihr das gehört? Was war das? Ich hätte auf dich aufpassen müssen.
Du wolltest bis ganz nach oben klettern, wie Alfred und Jack es machen. Komm mit. Wir gehen zusammen. Du und ich. So, das ist sie also. Wer ist der Mann da? Ich bin der Graf von Shiring, Junge. Bleib bei mir, Jonathan. Ihr da! Während meine Männer euren Markt inspizieren, sagt mir, wo ist euer Heiliger? In der Krypta. Sprich lauter! Tom! In der Krypta! Oh, du bist Tom Bilder. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Jonathan! Es tut mir leid, Liebste. Es tut mir so leid. Alles ist gut, Liebster. Ruh dich aus. Schlaf. Ich kann ihn draußen hören. Gib unseren Heiligen zurück, oder du fährst zur Hölle. Nein, du zuerst. Nein! Wir werden es nicht schaffen. William Hamley. Oh, Aliena ist doch da draußen. Ich weiß es. Und Jonathan auch. Fiat voluntas tua, sicut incoelo et matera. Wir werden sterben. Aliena! Et dimitri nobis dimita nostra. Jetzt komm schon! Et etnos dimitibus dimitoribus. Was haben wir getan? Nichts. Warum straft uns der Herr dann? Wir sind verloren. Bleibt hier. Hier seid ihr sicher. Seit damals der Blitz einschlug, ist Kingsbridge verflucht. Wir sind verloren. Seit ich hierher gekommen bin, ist Kingsbridge verflucht. Verdammt! Sehr lieber Ratnos Amado. Amen. Pfeile!
Sie schießen Pfeile in den Kreuzgang. Alieda, alle bleiben vor den Fenstern weg. Komm, wir müssen den Verwundeten draußen helfen. Ich kann da nicht rausgehen. Wir müssen es starten. Sie müssen Du weißt nicht, wie es da aussieht. Mein Gott, ich hab's gesehen. Verdammt! Sie stand im Flach. Seid lieber Ratnos Amado. Es war der Graf. Ich hab ihn gesehen. Gott. Ja. Was habt ihr getan? Alieda! Was? Der Graf würde so etwas nicht ohne Grund tun. Was habt ihr getan? Bruder Andrew! Bete mit unseren Brüdern. Ich werde darauf achten, dass keiner geht. Ich muss rausgehen und Jonathan helfen. Das liegt nicht in unserer Macht. Nur Gott kann ihm jetzt helfen. Amen. Geh nicht dort raus! Möge Gott uns gnädig sein! Bruder Andrew, ich flehe dich an! Andere sind noch draußen! Bete für sie! Mehr können wir nicht tun! Fiat voluntas tua, sicut incoelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Glaubst du etwa, ich kenne diese Zeilen nicht auswendig? Verdammt! Geh und lies lieber unseren Brüdern vor. Amen. Pater Noster. Er hängt noch an seinem Glauben. Er versteckt sich dahinter, wie ein Kind hinter der Mutter. Wir werden es nicht schaffen. Oh nein! Das Tor ist auch verschlossen. Aliena ist dort! Die Angreifer auch! Wenn wir hier lang gehen, werden sie uns vielleicht nicht sehen. Liebe Ragnos Amado. Ihr habt recht. Amen. Aber es ist abgeschlossen. Jack! 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 Oh, Bruder Markus! Nein! Gott! Nein! Ich lasse ihn nicht zurück! Der Bibel werden sie beruhigen. Schau doch ihren Mann an. Schau sie an. Deine Worte bewirken gar nichts. Ich werde nicht zulassen, dass du sie vergiftest, Weib. Dieses Kraut wird ihren Schmerz lindern. Ich weiß es. Du wirst dein Teufelswerk nicht an ihr verrichten.
Hat jemand Jonathan gesehen? Er ist fort? Ihr seid für ihn verantwortlich. Ein Kloster kann ein Kind nicht mit Steinstaub und Regenwasser durchbringen. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und ich liebe ihn wie mein eigen. Natürlich tut ihr das. Tut mir leid. Wir müssen ihn finden. Und die anderen. Prior James hatte recht, was dich betrifft. Prior James? Du hast keine Ahnung, was für ein Mann Prior James war. Du bist ein Narr. Was geht hier vor? Schaut euch die arme Frau an. Ihr Mann ist in ihren Armen gestorben. Euer Subprior will mich ihr nicht helfen lassen. Ihr Kräuterzeug ist Teufelswerk. Wir müssen sie von hier wegbringen. William und seine Männer werden bald hier sein. Ich weiß es. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Philipp, ich hab's dir gesagt. Die Frau ist eine Hexe. Ihr seid ein Narr. Das ist Bilsenkraut. Bilsenkraut? Das Teufelsauge. Du gibst also zu, dass du diese arme Frau vergiften wolltest. Oh, macht das böse Auge der Blume dir etwa Angst, du alter Bock? Beruhigt euch! Das gilt für alle! Also gut, Prior Philipp. Nehmt das hier. Es wird ihr Gemüt beruhigen, wenn sie es kaut. Tut einmal das Richtige. Wir wissen nicht, was das mit ihr machen wird. Ich sag's doch, es wird sie beruhigen. Bist du sicher, dass ihr das nicht schaden wird? Ja. Nein! Wir züchten auch Kräuter Remigius. Dann tu's. Ich halte sie fest. Das sagte ich doch. Vielleicht habe ich mich in euch geirrt, Philipp. Wie konntest du das tun? Ach, verpiss dich. Sie kommen. Wir müssen hier weg. Sofort. Es ergibt keinen Sinn. Warum sollte der Graf von Scharten so etwas tun? Sei still, oder sie bringen uns alle um. Sie kommen. Shh. Sei still, bitte. Seht ihn an. Er ist ziemlich weit gekommen. Da war irgendjemand bei ihm. Hugh hat recht. Sie müssen in der Nähe sein. Wir sollten uns beeilen. Wir haben erreicht, was wir wollten. Noch nicht. Walter, warum das grimmige Gesicht? Wir hätten das nicht tun müssen. Wir sind wegen des Heiligen hier. Sie alle verdienen es, genau wie dieser Bastard. Kingsbridge hat uns zum letzten Mal getrotzt. Der Mönch, die Hure und der Bastard, der es mit ihr treibt. Ah. Los, bewegt euch. Ihm nach. Aber William sagte... Ich sagte ihm nach. Mein kleiner Jack, alles in Ordnung. Hast du Aljena gesehen? Sie war auf dem Markt. Ich hörte, wie William ihren Namen rief. Komm, Jack. Wir müssen sie und Jonathan finden. Nein!
Aliena! Aliena! Jonathan! Er hat mir wieder alles genommen. Aliena! Was du auch tust, wohin du auch gehst, ich werde dich finden. Jedes Mal, wenn du denkst, du wärst sicher. Jedes Mal, wenn du Familie spielst. Ich werde dich finden. Und ich werde dich zerquetschen. Und jetzt tötet sie alle. Und zwingt sie zuzusehen. Aliena, geht es dir gut? Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Kannst du mich hören? Jack, es ist alles weg. Ich kann Richard so nicht helfen. Was soll ich jetzt machen? Tom! Oh Gott! Nein! Wir müssen den Bischof um Hilfe bitten. Den Bischof? Bist du verrückt? Ich habe gehört, er steckt hinter allem. Wie können wir jetzt noch in Kingsbridge leben? Wird die Kathedrale weitergebaut? Nicht ohne den Markt. Ohne ihn gibt es keine Arbeit mehr für uns. Bitte! Der Prior wird alle eure Fragen beantworten. Ha. Philipp, sie warten auf dich. Hä? Ja. Können wir in Kingsbridge bleiben? Oder müssen wir wegziehen? Zu viele Menschen wurden getötet. Viele wurden verletzt. Unter den Toten ist Tom Bilder. Oh nein! Er starb, um unseren kleinen Jonathan zu beschützen. Dafür werde ich ewig dankbar sein. Tom Bilder ist tot. Was wird jetzt aus unserer Kathedrale? 3 unserer Brüder sind gestorben. Bruder Arnold. Und Bruder Milius. Er wird jetzt an Cuthberts Seite ruhen. Wir haben auch Bruder Markus verloren. Und 8 weitere Menschen sind tot. Wird man den Grafen von Shiring zur Rechenschaft ziehen? Das muss sein! Ja, unbedingt! Was ist mit St. Adolphus? Wo ist der Heilige? Adolphus wird uns beschützen. Es wäre besser, wenn du ihre Fragen beantwortest. Bitte sag uns, was wir tun sollen. Bruder Andrew kümmert sich um die Reparaturen. Und wir werden mit dem Bau unserer Kathedrale fortfahren können. Tom Bilders Sohn Alfred
wird das Amt des Kathedralenbaumeisters übernehmen. Aber es wird länger dauern. Denn wir werden keinen Markt mehr abhalten. Und ich freue mich, einen neuen Novizen zu begrüßen. Die meisten von uns kennen ihn. Daher bin ich sicher, dass wir uns alle freuen, ihn in unserer Priorei willkommen zu heißen. Jack. Wie es Toms Wunsch war. Warum hat man uns angegriffen? War es wirklich der Graf von Shiring? Und der Heilige? Ja, ja, was ist mit dem Heiligen? Er wird eure Fragen beantworten. Alle. Geht es ihm nicht gut? Er sieht blass aus. Dieser Überfall. Soll ich für dich fortfahren, Vater? Nein. Dieser Überfall war eine große Tragödie. Ich verstehe nicht, wieso jemand uns so etwas antun konnte. Es ist nicht zu begreifen, wie diese Männer einfach... Du hast dich gegen den Grafen von Shiring gestellt! Er sagte, ihr hättet euch ihm widersetzt. Philipp war im Recht. Wir hatten eine Marktgenehmigung. Unser Prior war im Recht. Aber wir wissen alle, was für ein Mensch William Handy ist. Widerstand wird nur zu mehr Leid führen. Ich stimme dir zu. Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Wir dürfen nie wieder einen Markt abhalten. Nein. Nein, das dürfen wir nicht. Wird St. Adolphus uns beschützen? Er wurde gestohlen! Ist das wahr? Der Heilige wurde gestohlen? Mussten sie alle für den Markt sterben? Bitte sag es uns! Sag uns, was mit uns geschehen wird. Mit Kingsbridge. Die Gerüchte, die ihr gehört habt, sind wahr. Die Gebeine des heiligen Adolphus wurden hier aus der Krypta geraubt. Wir sind verloren. Der Heilige ist fort. Es. William Hamley hat ihn geraubt. Aber warum? Bruder Milius starb, um den Heiligen zu schützen. Ich hab's gesehen. Warum antwortet er nicht? Bitte antwortet! Warum sagt er nichts? Wie geht es jetzt weiter? Warum tut Gott uns das an? Antworte ihnen. Nein. Ich kann euch keine Zuversicht geben. Die Geschichten, wie Gott den Glauben der Menschen geprüft hat. Ich sehe nun, wie wahr sie sind. Ich glaube, ihr seht es auch. Ich frage mich selbst, wo ist Gott? Warum lässt der Herr all dies zu? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Eines Tages sagte Gott zu Satan, sieh dir diesen Hiob an. Das ist ein guter Mensch, wenn es je einen gab. Also sprach Satan, du hast ihm alles gegeben. Deshalb ist er ein guter Mensch. Aber Gott sprach, selbst wenn er alles verlieren sollte, was er hat, würde dies seinen Glauben nicht erschüttern und ich werde es dir beweisen. Ihr werdet dafür in der Hölle brennen. Was? Ich habe euren größten Feind bezwungen. Es war eine heilige Mission. Das zu entscheiden ist nicht eure Sache. Selbst euer Vater wäre nicht so dumm gewesen. Ich bin nicht mein Vater.
Sie haben euch gesehen. Sie wissen, dass der Graf von Shiring ein Mörder ist. Was, wenn meine Verbündeten in Kingsbridge verletzt wurden? Was dann? Sprecht mich von meinen Sünden los. Nur wenn ihr wieder eure Treue zu König Stefan verkündet. Nein, Stefan hat verloren. Er ist schwach. Bischof Henry wird nicht billigen, wenn ich einem Anhänger von Mathilde die Absolution erteile. Seid ihr ein Mann der Kirche oder das nicht? Das bin ich. Dann tut, was ich euch sage. Und widersetzt euch mir nie wieder. Habt ihr das verstanden? Ja, Herr Bischof.